Bevor du in die Dämmerung verschwindest, dachte ich, du hättest vielleicht gerne das hier zurück. Na, freu dich nur nicht zu überschwänglich darüber. Aber gern geschehen. Ich habe jetzt alles zusammen, um die Nornen zu finden. Gehen wir? Wächterschild. Ein Schild, den Gradas von seiner geliebten Frau Lofey geschenkt hat. Ich vermute, okay. Wir sollten mit einigen Konsequenzen rechnen. Das schauen wir uns mal an. Das ist das Schild. Tippen Sie L1 zweimal an, um einen Schildstoß auszuführen, der bei voller Aufladung Gegner in die Luft schleudert. Uha. Hä, das war ja falsch, oder? Das war... Ach, das ist der Schildzusatz. Genau. Ja, weiß ich nicht. Der bringt halt nur Abwehr, ne? Ich finde den eigentlich ein Stück geiler. Nee, das bleibt erstmal so. Das bleibt erstmal so. So, und jetzt müssen wir nach Midgard reisen. Was will denn der Brudi? Eichhörnchen. Ah, Meister Kratos, ich bitte um Entschuldigung. Frau Nidaugerus' Verschwinden belastet mich wirklich zutiefst. Ist eine Freundin von dir? Weniger eine Freundin als eine weitere langjährige Bewohnerin des Baums. Sie war sogar vor mir hier und das ist schon wirklich Ewigkeiten her. Allein der Gedanke, dass etwas sie von ihren Babys fernhält. Furchtbar. Einfach furchtbar. Das war's. Ich hab gedacht, wir schalten eine Nebenmission frei. Nein, okay. Eben nicht so, wo es jetzt Midgard in der Mitte genau. Der Schicksalsspruch. Oberer Wildwald. Atreus ist ganz sicher nicht mehr in Midgard. Ich war gerade dort und fand keine Spur. Wenn Odin ihn eingeladen hat, hat er einen Weg bereitgestellt. Nein, das ist nicht die einzige Erklärung. Sag mir, wo wir diese Nornen finden. Es geht nicht wieder bei der Steuerung ab. Ich habe einige ihrer Folgen beim gefrorenen See entdeckt und habe einen für die Zauberei eingesteckt. Aber wir können ihn auch nutzen, um sie zu finden. Der Controller. Aber denk daran, ohne Scheiß. Sie werden wirklich nicht gefunden werden. Der regt mich auf. Wenigstens mal schwierig. Da verliert irgendwie immer zur Hälfte den Funk, die Funkverbindung oder was? Wir sollten mit einem Schlitten zum See fahren. Die Wölfe im Zwinger finden. Midgard, wie ich den Eiswinger und die ständigen Räuberangriffe vermisst habe. Sie glauben, dass Kratos für Fimbulwinter verantwortlich ist. Hier gibt's halt auch nichts zum Sammeln, ne? Und dass sein Tod ihm ein Ende setzt. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Durch mich natürlich. Natürlich. Hierher. Ja, ihr habt jetzt tagelang gechillt, ihr seid fit. Aus. Sie ist deine Freundin. Jetzt. Besser, wenn du das machst. Sobald die Wölfe die Fährte der Normen haben, müssen wir ihnen nur noch folgen. Ich öffne das Gatter. Das Tor. Seid still. Ihr Fell ist verfilzt. Wann hast du sie zuletzt gekämpft? Das sind Wölfe. Und verfilztes Fell führt zu Krankheiten. Kümmere dich um sie und sie kümmern sich um dich. Also, was genau willst du die Nornen fragen? Wie ich meinen Sohn finden kann. Nichts weiter. Du glaubst nicht, man könnte so das ganze Prophezeiungschaos auflösen? Eine zweite Meinung zu deinem angeblichen Ableben erhalten? Ich wusste nicht, dass du eine Todesprophezeiung hast. Als Atreus und ich Jötunheim erreichten, fanden wir ein verstecktes Wandbild. Die Riesen, Frey selbst, hätten unsere gesamte Reise vor langer Zeit vorausgesehen. Wen wir treffen, gegen wen wir kämpfen würden.
alles, wie es geschehen ist. Aber du bist nicht tot. Das Bild war aus einer Zeit, die noch kommt. Verstehe. Ich dachte nicht, dass du den Tod fürchtest. Darum geht es gar nicht, oder? Nein, der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Dann ist es vielleicht nicht die Zukunft, die dich beunruhigt. Faye hat dich auf deine Reise geschickt und dafür gesorgt, dass du am Ende dieses Bild siehst. Und du weißt immer noch nicht, warum. Ich möchte darüber nicht weiter reden. Jetzt, wo wir auf dem See sind, wie finden wir die Nornen? Beobachte die Wölfe genau. Siehst du, wie ihre Köpfe den Weg weisen? Ja, das habe ich mir gerade eben schon gedacht. Der See der Neuen hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Räuber haben es sich hier gemütlich gemacht. Ein starker Feindgeruch lenkt nicht, die Wölfe ab. Sie spricht mit Achtung von diesem Kampf. Du weißt davon. Sie hat mir alles erzählt, als sie mich fand. Sie sah ihn wie einen Verbündeten, lange bevor ich daran glaubte. Die Walkürenkönigin, eine Verbündete. Ich bin die Walkürenkönigin, woran Sigrun mich hartnäckig erinnert hat. Ich hätte mir denken können, dass Sigrun dir geholfen hat. Sie ist so loyal, weise und klug. Es braucht keine Liebesgöttin, um dich zu verstehen. Das ist die richtige Gegend, aber wir können mit dem Schlitten nicht weiterfahren. Der Schicksalsfaden, dem wir folgen. Ist nicht das Leben von jemandem, wenn du das meinst. Die Nornen markieren damit ihren Weg, wenn sie außerhalb des Brunnens sind. Die Wölfe haben uns hergeführt. Ich hoffe nur, dass die Nornen irgendwo drinnen sind, im Warmen. Eins ist sicher. Ich habe Midgard im Fimbulwinter nicht vermisst. Danke. Das werden wir früh genug sehen. Oh nein, schon wieder so was Großes. Jetzt musst du dich wieder umgewöhnen mit dem Kratos. Die ganze Zeit bist du dem Atreus gewöhnt. Wie geht mir mal so hart auf den Sack? Eingebunden. Was jetzt? Gegner, Seite. Alter, was sei denn hier so OP schon wieder? Achtung, Feuer! Achtung, rechte Seite! Oh ja, hallo! Jetzt geht's aber los, ja, aufgeladen. Freeze da mich wieder ein. Boah, ihr saßt immer eine Sekunde zu spät. Wie lange ich gefreezed bin, das ist der Wahnsinn. Lass mich mal kurz in Ruhe, ich brauch live. Hinter dir, pass auf! Oh, was? Vorsicht, hey! Komm, jetzt mache ich einen Schädel ein. Ach so, ja, den kann man dann wieder steuern, sind die Gegner. Ah, geil. Das ist geil. Das hab ich ganz vergessen. In Teil 1 ging das auch. Oh. Stress mich doch nicht so. Das ist der letzte. Ja.
Weg ist magisch versiegelt. Irgendwas hier drinnen gibt. Warte mal kurz, Spruch nach Laie. Fliegt denn irgendwas rum? Nee, schade. Das Heft eines Schwertes. Moment! Ich kenne dieses Schwertheft. Vorsicht damit. Du weißt am besten, dass Waffen Geister mit sich tragen können. Wenn es uns nicht hilft, inaktives Heft von Skoffnung. Suchen wir. Also wir können da jetzt wieder irgendwo rein, ne? In manche abgesperrte Gebiete. Ich spüre hier ihre Illusionen. Ich kann versuchen, sie zu bannen. Ich glaube, diese Grabsteine können wir da jetzt abschließen. Wir finden die Narnen nicht durch ein mystisches Buch. Jetzt ist nicht die Zeit für Spaziergänge. Ich wollte nur das Schild abdrehen. Ja, nun. Hier ist nichts. Eine falsche Spur. Ich fürchte ja. Wir müssen abwarten, was die Wölfe noch finden. Typischer nornischer Unfug. Sie wissen, dass wir sie suchen. Ich habe gesagt, dass sie es nicht leicht machen. Na toll. Was hat das Schwertheft eines verfluchten Königs damit zu tun? Ablenkung, Zufall. So wird zu dem Thema fremder Geruch. Lenkt die, die Wölfe ab, ne? Komm, springt auf, meine Freunde. Ich weiß nicht, wie du die Narnen finden willst. Ich weiß, dass die Wölfe uns hinführen. Die Narnen leben in einer Quelle? Nein. Der Erdbrunnen, ihr Zuhause, ist schwer zu erklären. Er ist an keinem festen Ort. Eingänge kommen und gehen. Ein Ort, der ganz unter ihrem Einfluss steht und an dem das nicht greifbare greifbar wird. Als wäre man in seinem eigenen Kopf. Aber wenn wir zusammen reingehen, sind wir im Kopf des anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Wir werden ja sehen. Bist du den Narnen schon mal begegnet? Nicht persönlich. Freya hat recht. Sie können Besuche ziemlich gut verhindern. Odin hat es jedenfalls versucht. Sagt aber nicht, was dabei rauskam. Entweder hat er aufgegeben oder er wollte vergessen, was er gesehen hat. Nee, das Heft geht halt nicht für diese Symbole. Oh. Steig auf, Freya. Freya, erzählst du uns mehr darüber, als du die Normen das letzte Mal aufgesucht hast? Ehrlich gesagt sind die Details verschwommen, wie wenn man aus einem Traum aufwacht. Ich erinnere mich vor allem daran, dass nichts das Schicksal meines Sohnes ändern konnte. Dadurch wurde ich noch entschlossener, es zu versuchen. Bruder, was ist mit deiner Geschichte? Du bist den Mäuren deiner Heimat begegnet. Abfahrt. Die Fährte für Endhaltestelle. Drück den Daumen, dass die jetzt hier sind. Ich spüre etwas. In dieser Richtung. Was genau spürst du? Wo sind wir denn jetzt hier genau? Es gibt keine Unterteilungen auf der Map, ne? Es ist halt alles eins. Was sind die ganzen Fragezeichen, Alter? Eine Illusion. Es kommt von dieser Wand. Die Narnen verbergen etwas. Also das Leben muss ich jetzt nochmal mitnehmen. Kratos, ich spüre die Narnen hier drüben. Bist du bereit? Mystisches Tor hinzugefügt, das ist immer gut. Na, wollen wir mal schauen, ob du recht hast? Ob na. Wieder ein Fail. Nichts. Noch eine Sackgasse. Oh, du nervst. Falle. Oha. Räuber, links! Hinter dir, pass auf! Ich
Ey, jetzt freest er wieder. Oh. Ey, was springst denn du hier so rum? Wieder gefreest. Ne, doch nicht. Ja, ja. Ich bin dabei. Jetzt haben wir. Jetzt, da ist er. Diese Suche wird nur noch gefährlicher werden. Dann suchen wir weiter. Zurück zu den Wölfen. Geht gleich los. Warte mal. Lass uns ja schauen, was es hier oben gibt. Ich spüre nichts. Das hat nichts mit den Narnen zu tun. Könnte aber trotzdem interessant sein. Wozu dieser Außenposten? Diese Rüstung sieht nach Lundas Arbeit aus. Wenn du willst, kann ich sie für dich herrichten. Das machen wir später. Wir widmen uns erstmal der Hauptstory, die ist nämlich lang genug. So, die Wölfe sind hier vorn. Alle guten Dinge sind drei, ja? Dritter die Spot. Die Wölfe haben noch eine Spur aufgenommen. Immer ihren Köpfen nach. Also Kratos, wie war das mit den Mäuren von Griechenland? Die Legenden, die ich über den Geist Spartas hörte, waren sicher übertrieben. Oh, nicht das schamlose Blutvergießen und der gerechte Zorn, sondern der Teil, in dem du in der Zeit zurückgereist sein sollst, um eine verlorene Schlacht zu gewinnen. Das ist natürlich sehr unglaubwürdig. Ein Gerücht, dass Tod was Kratos alles gemacht hat, in die Vergangenheit prügelte, ist eine Sache. Das ist die Wahrheit. Die Schicksalswelten umspannen alles. Ist ein Schatz, oder? Zeit. Lol. Die Mäuren haben ihre Macht missbraucht. Als ich mich ihnen stellte, drohten sie, mein Leben ungeschehen zu machen. Also habe ich sie getötet und ihre Macht gegen Zeus gewandt. Ich habe noch nie etwas Gefährlicheres und Gutes gehört. Diese Narnen haben keine solche Magie und auch sonst niemand in dieser Welt, den ich je gesehen habe. Ja, stell dir nur vor, wenn es sie gäbe, würde Odin sie haben. Und wenn Odin sie hätte, wäre unser Schicksal noch mehr besiegelt, als es ohnehin schon ist. Ich würde sie nicht bitten, die Vergangenheit zu ändern, selbst wenn sie könnten. Ich möchte nur Informationen. Und das ist meiner Erfahrung nach schon gefährlich genug. Das ist der Ort. Ja, wird schon so sein. Dritter Spot. Alle guten Dinge sind drei. Wir müssen nach da oben kommen. Oh, hier lang. Kiste. Da ist eine Kiste. Hallo? Einen Weg durch das Eis bahnen? Oh, bauen die Nornen jetzt magische Eiswände? Wie soll ich das machen? Das Wasser ist einfach gefroren. Mit der Axt? Mit Triggerfunktion, ja, Mensch, sieh an. Mehr Freunde von dir. Ich habe sie nicht hergebeten. Böser Treffer! Bist du in Ordnung, Kratos? Ja, hallo, Abwehr. Das ist einfach ganz schön hot auf dem Sack, Alter. Gegner von links! Alter, was? Wie schnell ich einfach tot bin, das ist doch Wahnsinn.
Ich weiß nicht, wie die Nornen es geschafft haben, dass alle diese Räuber sie beschützen. Nicht, dass ihnen bewusst wäre, dass sie das tun. Alter, sponnene Rüstung, jetzt mal ohne Witz. Das klang gerade nach einem Rabe. Irgendwo pimmelt ja einer rum. Irgendwo ist ja ein grüner Rabe. Ja, das suchen wir später. Den suchen wir später. Freya, danke für deine Hilfe. Ich weiß, du hattest andere Pläne. Je schneller wir deinen Sohn finden, desto schneller kannst du dich dem Plan widmen. Ich hoffe, wir haben Erfolg. Ich ebenfalls. Danke dir. Das ist dir sehr nett. Aber schreib ihr doch eine Karte, wenn wir aus der Kälte raus sind. Das ist so ein Witz, wenn du mitten in der Aktion bist. Da war knapp, du. Oh was? Oh mein Gott. Oh, ein Angriff, ich bin tot. Wo denn? Reicht das? Also dann, ich spüre etwas. Diesmal ist es stärker. Hier drüben. Das ist schön, dass du was spürst. Ich brauche Leben. Hier entlang. Hier vorne sitzt er. Haha. Odins Augen. Oh nein. Hier ist es. Ach, warum sind aller guten Dinge immer drei? Die Nonnen am Uro-Brunnen finden. Hört ihr auch dieses gruselige Flüstern? Wie ein Juckreiz in meinem Verstand. Das bedeutet, wir haben ihr Reich betreten. Seid auf alles gefasst. Illusionen? Projektion vermutlich. Aber verlasst euch auf nichts. Wir wissen nicht, was für Kreaturen... Das muss man wegbrennen. ...gemacht haben. Entzückt! Ah, von draußen hat man noch so einen Eingang gesehen, ne? Jemand? Ein Riss. Kratos, Geist Spartas. Ey, Digga, das ist jetzt aber keine Walküre, oder? Störer des Schicksals, grausamer Krieger, Bringer des Krieges. Nee. Waffe der Götter. Wer ist das? Gegen seine Schöpfer wandte. Das bin ich. Er sucht nach einer Erlösung, von der er weiß, dass er sie niemals verdienen wird. Er kann sich nicht ändern. Oder? Das sieht aus wie Kratos, Alter, in der Rüstung. Das ist doch auch träge wie Sau, Alter. Kannst du noch irgendwas anderes? Feuer schmeckt ihm auf jeden Fall nicht.
Was macht die da jetzt? Was machst du jetzt? What? Hä, was? Eine Fahrt ist voll, ey. Triffst du mich hier hinten auch? Was ist denn das für eine Scheiße? Ey, was ist denn das für ein Schmutz? Wenn er die Aktion macht, kann ich weder wegsprinten noch irgendwas anderes, Alter. Also. Kratos, Geist Spartas. Ja, komm, mach keine Faxen. Geil, steht wieder auf das Ding ab. Grausame Krieger, Bringer des Krieges. Waffe der Götter, die sich gegen seine Schöpfer wandte. Er sucht nach Feuerwaffen sind auf jeden Fall besser. Von der er weiß, dass er sie niemals verdienen wird. Er kann sich nicht ändern. Ich finde das so dumm, wenn du selber in der Aktion bist, dass du da auch Schaden bekommst. Bodenlos. Aber alles in deinem Kopf wird auch echt sein. Also wirklich ausweichen konnte ich nicht und ich weiß nicht, ob das beim ersten Mal mit dem Schild geklappt hat. Mit Abwehren. Aber ich glaube, ich habe das einfach zu spät abgewehrt. Er scheint den Weg nach draußen bewacht zu haben. Kann gut sein. Was sind denn das hier für Boys, Mann? Hey, ich hab es abgewehrt. Was geht denn hier los? Willst du mich verarschen? Dieser Ort kommt mir fast bekannt vor. Wahnsinn. Aber er ist anders. Wie eine vernebelte Erinnerung. Eine recht Leben wichtig. Erinnerung. Diese Mäuren sollten wissen, dass mich nichts auffällt. Zu was gehört das jetzt hier überhaupt? Es hat kein direktes Gebiet hier, oder was? Schildbrecher ist schon was Nices. Das nehmen wir noch mit hier, das Hacksilber. Boah, Leben.
Ich brauch's. Ich hab's echt nötig. Oh, schon wieder ein Riss. Oh Mann, ey. Digga, was macht denn der verkranke Scheiße? Also die Typen, die aus den Rissen kommen, die sind manchmal nicht lustig. Fuck it, ey. Ich nutze halt auch viel zu selten diese Bäume oder diese Umgebungsgegenstände. Weil die hart Damage drücken. Rein da! Ey, was? Kommt mal klar jetzt hier auf euer Leben, Alter! Lass mich raten! Ich bin ein schwadronierender Besserwisser und kann mich nicht ändern. Na, du hast klügster lebender Mensch vergessen! Jo, Mann, man sieht das ja noch nicht mal, wenn du gefreezt wirst. Also, was willst denn du da noch machen? Das ist teilweise so undurchsichtig. Halt dein Maul. Schön, ich finde es nicht so lustig. Altes Mitch. Jetzt, komm. Musst du erst anschießen, der Freya, mit dem lilanen Zeug und dann. Jetzt geht das wieder los. Alter, meine Fresse. Ich bin zwar nicht der beste Kämpfer in dem Spiel, aber teilweise echt bodenlos. Das scheppert jedenfalls wie echtes Hacksilber. Hauptsache, du freust dich. Es gibt wohl einen kleinen Trost bei dieser Tortur. Zumindest werden wir uns nicht vorstellen müssen. Schreib das nicht deinem Ruf zu, Mimir. Sie sehen das ganze Leben eines jeden, der sich nähert. Hier kommen wir den nächsten, hä? Was ist das? Ein Phantom! Frostphantom. Oh, nee, was denn noch alles? Seht euch das Ding an! Das Leuchten zeigt Verwundbarkeit an! Ey! Hallo, lass mich schon mal in Ruhe! Das kann ja mal wieder lustig werden, Alter. Oh, weg da! Digga, ich hab's noch nicht gecheckt, wie, ne? Das Leuchten zeigt Verwundbarkeit an. Du hast dir eine Chance verschafft, vergeude sie nicht. Ja, ich bin dabei. Das ist betäubt.
Digga, die Lebensanzeige ist ja auch ganz komisch. Gut gemacht. Weiter so. Greif die Quellen an, schnell! Ich bin dabei, ich bin dabei, ich weiß das doch. Oh nee, drei Stufen von der Ratte. Weg da, weg da, weg da, weg da. Yes, Angriff! Angriff! Der Angriff da war sauber. Geh hin! Angriff! Kratos, alles in Ordnung? Nein! Große Scheiße, ich bin gleich im Arsch. Das Leben, lass ich mal ganz kurz in Ruhe, bitte. Bitte. Oh, mein Glück, ich hab noch mal Rage, Alter. Meine Fresse. Weg da. Greif die Quellen an. Schnell, bevor es sich erholt. Und es droppt kein Leben. Nur noch ein paar Treffer. Ja, 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 wir haben es. Oh, meine Fresse. So, ich hab gedacht, es kommt Video. Tja, noch ein Geschenk von Fimbulwinter nehme ich an. Die Magie, die aus uns allen entweicht, muss irgendwo landen. Ja, jetzt können wir ja auch hier die Runen draufhauen, ne? Das ist natürlich cool. Sehen Sie halt ja eins gedrückt. Okay, das können wir aufpumpen mit Schaden oder Betäubung. Oder Elementschaden. Ich entscheide mich für Betäubung. Das ist manchmal gar nicht so verkehrt. So, was ist hier? Untersuchen. Und das ist, zielen Sie und drücken Sie R2. Damit wollen wir ja eigentlich immer versuchen, Schaden zu drücken. Schutz erhöht erheblich die Resistenz gegen den Schaden und taumelt während der Fähigkeit. Wir gehen auf Schaden. Das können wir auch noch machen. Drücken Sie beim Sprinten R1 um den Sprung. Okay. Da machen wir. Machen wir da auch Betäubung? Könnten wir tun. Gut, da hätten wir jetzt schon mal 30 Slots verteilt. Und drüben wäre noch Leben gewesen, habe ich nicht gesehen. So, Freya, wo geht's hin? Hier entlang. Die Normen sind irgendwo in dieser Höhle da vorne.
eine Kiste, eine große. So, rein da. Da sind wieder diese juckenden Stimmen. Sonst lasse ich mir gerne von Damen ins Ohr flüstern, aber das ist wirklich unangenehm. Wusstest du schon, dass du plapperst, wenn du Angst hast? Angst? Nur zu deiner Information, ich bin allerhöchstens äußerst besorgt. Und Anspannung mit Humor zu vertreiben, ist die heilige Pflicht eines Reisegefährten. Was fällt dir nur ein? Plappern. Da geht's nicht lang, okay. Eine Tür. Oh, sieht offiziell aus. Sieht offiziell aus, meinst du? Mutter. Mein Sohn. Ich kann jetzt alles spüren. Baldur, hör mir zu, bitte. Halt! Warum hast du ihn hergebracht? Ihr seid ja nicht willkommen. Warte! Baldur, komm zurück! Sprich mit mir! Oh! Das ist alles deine Mutter! Ich bin diese ständige Einmischung so gereizt! Was du mir angetan hast! Selbstsüchtige Hexe! Du misst. Du misst dich einfach immer wieder in mein Leben! Mutter! Du lässt ihn in Ruhe. Oh, hallo. Lass mich in Ruhe. Niemand tut meinem Jungen etwas. Außer mir. Freya! Ich bin hier! Hol mich zurück! Das gefällt mir nicht! Wie kommen Sie nur darauf, dass ich wieder auf diesem ranzigen Kadaver stecken wollen würde? Ah, da kommst du ja eigentlich her, ne? Ich mein's wirklich ernst! Mimir! Siglum? Bruder, Augenblick! Warum hast du dich nie von Odin losgesagt? Aber das habe ich doch! Ich habe alles versucht, um ihn aufzuhalten! Du hast Odin von mir. Na geil, Alter, nee. Stoff noch alleine gegen die kämpfen. Du hast deine Kriege geplant. Du hast zugesehen, wie er alles und jeden Schnitt behandelt hat. Und das hat sich nie im geringsten gekümmert. Bis er sich gegen dich wandte. Ich weiß, Siglum, das ist alles wahr. Aber aus Liebe zu dir wurde ich ein besserer Mensch. Ein Verfechter des Friedens. Leiste allen jenen Beistand, die... Hast du Freya in ihrem Leid Beistand geleistet? Skadi, Gro, Titania... Wie viele sind denn das, Alter? What the fuck? Pass gut auf, da sind noch mehr. Du darfst ihn nicht mal in Ruhe lässt. Einen gewalttätigen Gott in Nöten. Und musst ihm einfach helfen und sein Bruder sein. So war doch schon immer... So bist du noch! Und so bist du immer! Bleiben. Das ist nicht sie. Nein, natürlich nicht. Du musstest das tun. Hey, der Baum! Er zieht dich raus! Emir! Vater, hilf mir! Dein Monster! Atreus, ich komme! Wer bist du? Warum hast du deinen Sohn nicht vertragt? Er darf mich nicht kriegen. Atreus! Hey, lass mich doch mal in Ruhe. Hey, Verschwänzer, Alter. Ich hab Angst. Betrachtest du ihn nicht so, wie er betrachtet werden will? Das geht mir auf den Sack, Alter. Jedes Mal kommt ihr von hinten, Alter, weil ihr nix könnt.
Er hat seine Familie ermordet! Matthäus, ich bin hier! Ist das böser Gott? Ich bin bei ihm nicht sicher! Digga, habt ihr es dann? Allvater, hilf mir! Er ist ein Monster! Boah, meine Fresse! Ich glaube, es ist vorbei. Haben wir die Prüfung bestanden? Hat sich nicht wie ein Erfolg angefühlt. Wie ich sehe, ist die Tür verschwunden. Oder es gab sie nie. Sie spielen noch mit uns. Was das? Was ist das? Ein Kelpie. Die sieht man hierzulande nicht oft. Sie gehört zu ihm. Bringt sie uns zu ihm. Ich frage sie. Höflich. Ganz ruhig, mein Mädchen. Was ist das vom Pferd, ey? Krass. Was liegt hier? Willst du erzählen, was die Nornen dir gezeigt haben? Nein. Eine gehörige Schlange, Alter. So, meine Freunde, dass das Video nicht ganz so lang wird, bevor wir aufs Pferd aufsteigen, beende ich das Video. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Teil. Also haut rein, meine Freunde.